Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Yehoshua Mashiach, unser Herr und unser Elohim. Halleluja. Und es geht hauptsächlich um die Wahrheit aus der Bibel. Halleluja. Die Bibel sagt also, dass wenn wir die Wahrheit erfahren, die Wahrheit wird uns frei machen. Halleluja. So, heute ist also die Version auf Deutsch. Ich hatte letztes Mal ein Gespräch also mit Papa Science aus Stuttgart über das Evangelium des Glaubens. Und wir hatten diese kurze Sendung auf Französisch aufgenommen und heute möchte ich das gern, also so eine Version auf Deutsch und mit dem Herrn Gnade vielleicht das also erweitern. Halleluja. Aber bevor ich also in dieses Thema reingehe, möchte ich beten. Yehoshua Mashiach, danke für diesen Moment. Führe mich, leite mich her und bitte erinnere mich, also alle unser Gespräch letztes Mal, also mit Papa Science, was wir letztes Mal französisch gemacht haben, führe mich her, damit alle, die das auf Deutsch bekommen werden, genau das Gleiche, was auf Französisch aufgenommen wurde, bekommen. Danke, Herr. Danke für alles, was du tust. Im Namen Yehoshua Mashiach. Amen. So, ich möchte die Geschwister, die Kinder Yehoshua Mashiach, die Christen überall ermutigen. Ihr wisst schon, also für uns Christen, also für die Leute, die das Wort des Herrn folgen wollen, also mit dem Herrn Yehoshua weitergehen wollen, wir wissen also, wie schwer das ist, also es gibt Bedrängnisse, es gibt also Kämpfe, es gibt also Schwierigkeiten. Also auf diesem Weg zu bleiben, ist nicht einfach. Also wenn jemand euch sagt, okay, ja, Christ zu sein, also das Wort Gottes zu folgen, also mit dem Herrn Schritt für Schritt zu gehen, das ist einfach. Ich sage euch, also das ist eine Lüge. Das heißt, diese Person weiß überhaupt nicht, also was Bedrängnisse sind, was also Anfechtungen, was Kämpfe, also einfach in welchem Kampf also wir Kinder des Herrn uns befinden. Also diese Person hat also einfach keine Ahnung, weil wir die Bibel sagt, also sobald wir also mit dem Herrn gehen, das Böse, das Reich der Dunkelheit, also kämpft gegen uns und tut alles, damit wir uns also von dem Herrn trennen. Und liebe Geschwister, ich möchte euch heute ermutigen. Ermutigen also weiter mit dem Herrn zu gehen. Weiter auf dem Weg zu bleiben. Es ist nicht einfach. Wir werden von alle Seiten bombardiert. Und wir selber, also in uns, also durch unser Charakter, unser Gelüste, also die Sachen, die wir gerne tun und, also der Feind tut alles, damit wir uns also von dem Herrn trennen. Aber ich sage euch, wenn wir weiter auf diesem Weg bleiben, der Herr hat uns also etwas versprochen. Er wird mit uns sein. Er wird uns führen. Vergiss nicht also, dass Yehoshua Mashiach treu ist. Die Bibel sagt, sogar wenn wir, die Menschen, untreu sind, unser Herr bleibt immer treu. Halleluja. Was er versprochen hat, was er gesagt hat, also das wird er tun. Halleluja.
Also, nehme ich mal gehen wir alle zusammen in der Bibel, in Matthäus Kapitel, Matthäus, letzte Kapitel, Matthäus, letzte Kapitel, also ganz, ganz am Ende. Ich lese mal ab Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus, also Jeschua, sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach mit ihr. Vielleicht kann ich das ein bisschen größer machen. Amen. Und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist also, was unser Herr sagt. Er ist so mächtig. Er hat alles. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jünger und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also, das heißt also, wir müssen die Lehre des Herrn also bewahren und es auch weitergeben. Halleluja. Und siehe, das ist genau der Punkt, also was ich euch heute zeigen möchte. Er sagt hier: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Halleluja. Zeitalter ist auf Griechisch, das ist Aion, aber es gibt schon also eine Lehre über diesen Begriff, also Zeitalters. So. Und wenn der Herr will, vielleicht werden wir das noch beim Gelegenheit das noch tiefer erklären. Aber der Herr sagt also hier, er ist bei uns alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, liebe Geschwister. Also unser Herr hat uns also versprochen. Also egal was passiert, egal wie hart das ist, er ist bei uns. Also dieses Thema heute, was ich, also unser Thema heute, hat also mit, das ist das Evangelium des Glaubens. Dieses Evangelium, also was wir predigen, was wir weitergeben, was wir, wenn er sagt, also macht alle Nationen zu Jünger. Dieses Evangelium, diese Botschaft ist eine Botschaft des Glaubens. Er ist treu. Unser Herr ist treu, egal was wir erleben. Halleluja. Und ich erinnere mich also in dieses Gespräch, also mit Papa ist das letzte Mal, also er hatte uns mal also einen Traum erzählt, was der Herr ihm erklärt hatte, oder eine kurze Lehre gegeben hatte über den Glaube. Aber bevor ich da so reingehe, ich möchte genau diese Psalm lesen, also was wir damals, also letzten Mal auch zusammen gelesen hatten. Das ist also Psalm 29, 129, Halleluja. Im Psalm 129, also ein Wallfahrtslied. Oft haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. So soll Israel sagen. Oft haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. Also hier geht es um Israel. Und Israel sagt hier, seit meiner Geburt, also von Jugend an, wurde ich bedrängt. Also bedrängt oder unterdrückt. Ich wurde bedrängt, ich wurde bekämpft,
schon, es ist so. Also, es passiert auch genau, es ist auch genauso mit uns. Seit wir geboren sind, seit wir also auf diese Erde gekommen sind, also haben wir Kämpfe und. Wir wurden also bedrängt. Wir wurden also von Jugend an bedrängt. Also Israel sagt hier, oft haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. Das heißt, es gibt Leute, die gegen uns sind. Also der Teufel, der Feind, das Böse gegen uns. Und wie gesagt, oft haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. Dennoch haben sie mich nicht überwältigt. Halleluja. Vergiss nicht, also in Jeremia Kapitel 1 sagt der Herr sagt zu Jeremia, also bevor du im Bauch, also von deiner Mutter gekommen, kannte ich dich schon. Also das heißt, bevor wir erzeugt wurden, bevor wir auf diese Welt kamen, unser Herr, Joshua Mashiach, Elohim, kannte uns schon. Und er sagte zu Jeremia, und ich hatte dich schon als Prophet berufen. Halleluja, was für ein Versprechen. Und hier sagt Israel, von meinem Geburt, also von meiner Jugend an, wurde ich schon bedrängt. Ich wurde bedrängt, ich wurde bekämpft. Durch Sachen, also das Böse, durch also die Lehre, die ich bekommen habe, also die Leute, die mich umgesiedelt haben und. Und dann in Vers 3, Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt. Also das ist einfach, haben auf meinem Rücken gepflügt, haben langgezogen ihre Furchen. Also das ist, wenn man also auf Hoffnung für alle, also die andere Version, es sind einfach, die sind Ackermänner. Also, ja, das ist es. Die Bibel sagt hier in Vers 3, diese Ackermänner, die haben meinen Rücken gepflügt, also die haben meinen Rücken wie ein Acker verhandelt. Und haben lang gezogen. Halleluja. Könnt ihr euch also vorstellen? Die haben also meinen Rücken bearbeitet, also wie Acker. Also der Boden wurden so bearbeitet und. So hat also der Feind gemacht. Und also indem man tiefer Furchen pflügt. Lieber Geschwister, das ist also mit uns auch passiert. Also das Böse, also die Sachen, die wir bekommen haben in unser Leben, vor allem für Familien, wo Hexerei ausgeübt wurden, wo die Leute denken, dass das Hexerei nur in Afrika oder sowas, nee, 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 sogar hier in Europa. Falsche Lehre, die wir bekommen haben. Komische Traditionen, die uns also in die Welt von Hexerei, also die Tür von Hexerei aufmachen. Ich erinnere mich also als Student, also als ich noch, also ich hatte mit ein paar Freunde geredet und die sagten also, wie sie aus ihrem Körper rauskamen und sind also, könnten also die Leute besuchen und. Die fanden das also lustig, aber das ist Hexerei. Das ist Hexerei. Voll besessen mit Dämonen und so weiter. Und hier die Bibel sagt, also von Jugend an wurden sie bedrängt. Und so, und unser Leben wurden wie diese Erde da. Wie diese Acker, einfach gearbeitet. Sachen wurden reingetan und. Aber sie haben mich nicht überwältigt, sagt die Bibel. Halleluja. Und Vers 4. Der Herr ist gerecht. Er hat durchschnitten den Strick
der Gottlosen. Also diese Stücke, meine Güte, es gibt diese Stücke, die werden in unser Leben, die fangen erstmal, also wenn wir klein sind, wir werden also in diese Stücke reingewickelt, in unser Leben, durch Hexerei, Böse und. Und dann plötzlich, es gibt Leute, die mögen einfach Böse zu tun. Die mögen, die wollen unbedingt also Hexerei, komische Sachen tun. Aber einfach weil von Jugend an diese Dinge wurden einfach gepflanzt, reingepflanzt. Wie ein Acker. Liebe Geschwister, das ist also, was die Bibel, was dieser Psalm uns also hier sagt. Aber Vers 4 sagt also, der Herr ist gerecht. Er hat uns durchschnitten, den Strick der Gottlosen. Halleluja. Er hat das durchgeschnitten. Halleluja. Und so sind wir zurück zu ihm gekommen. Also ich möchte uns also alle hier ermutigen. Es gibt Dinge, die wir in unser Leben erleben. Wir gehen da durch. Einige sind sogar in die Prostitution, einige sind sogar Drogen, die haben Drogen genommen und. Es gibt Familien, wo also die Familie ist kaputt, gar nichts funktioniert. Und dann denken sie, ja, bei mir geht einfach nichts. Der Herr ist nicht mehr mit mir, der Herr kennt mich nicht oder so. Es ist der Feind. Der Feind, der uns also bedrängt. Es gibt Leute da. Heute sind wir also mit dem Herrn und morgen sind sie wieder unten. Es gibt Leute, die lassen sich also von Gelüster, also Gelüster der Welt, also Sex und Masturbation, also solche Sachen. Einige sind also in Pornografie und so, heute mit dem Herrn und morgen in der Pornografie, heute mit dem Herrn und morgen in komische Gelüster, und die wissen nicht, die fühlen sich also sowas wie bedrängt, die fühlen sich also im Gefängnis und wollen rausgehen. Aber der Herr ist gerecht. Er hat durchschnitten den Strick der Gottlosen. Halleluja. Halleluja. Und das ist es. Und ich erinnere mich also an dieses Gespräch also mit Papa Sjans aus Stuttgart. Er sagte, er hatte also einen Traum, und in dem Traum also hatte er in den Traum hatte er also mit er war mit seiner Frau und dann noch eine Person dabei, und dann gab es also ein Gespräch. In dieses Gespräch also sagte die Mann hatte also über diese Dame gesagt, also die Dritte, die dabei war, gesagt, okay, sie geht gerade durch so viele Probleme und sie hat Schwierigkeiten und also Hex, sie es ist einfach, weil sie in der Nacht ist. Also das heißt, in der Nacht kommen Leute, kommen also Hexen und geben ihr was zum Essen. Und wenn sie so, weil sie so in der Nacht ist, also sie wird auch eine Hexen werden, und das ist der Grund, warum ihr Leben so am Boden ist. Und dann reagierte er und sagte, nein, was erzählst du denn da? Wenn der Herr für jemand ist, egal was der Feind, was die Hexen und sowas tun, der Herr wird diese Person rausnehmen, rausbringen. Halleluja. Und in dieses Gespräch haben wir erfahren, also, dass der Herr seine Leute kennt. Wer dem Herrn gehört,
wer Jehoshua Mashiach zugehört, Jehoshua wird diese Leute nicht verlassen. Sogar wenn die Hexen, sogar wenn diese komische Träume, wo die Leute also mit also Sex in der Nacht in Träume, also mit diese Sykube und den Kybus Geister sowas in der Nacht haben, man nennt das also oft also in Afrika und in Amerika nennt man das also diese Männer und Frauen der Nacht oder sowas. Und die Hexen, die Leute, die Hexerei ausüben, die verwenden, die benutzen solche Tricks, um die Leute in die Hexerei reinzunehmen. Aber die Bibel sagt, Jehoshua Mashiach ist mit uns. Also das heißt, wir werden bedrängt. Wir werden unterdrückt, wir werden bekämpft. Deswegen müssen wir alle Kinder des Herrn erkennen, dass wir in einem Kampf sind. Und wenn sowas in unser Leben vorkommt, es ist einfach, dass wir in einem Kampf, wir sind in einem Kampf und wir müssen aufstehen. Aber wer sowas erlebt, dass er in der Nacht ist, dass die Hexen kommen und versuchen ihn, also in die Hexerei, also zu rekrutieren. Solange er Furcht des Herrn hat, solange diese Person Jehoshua Mashiach folgt, das wird nicht passieren. Halleluja. Und dann haben wir über einen anderen Psalm, ich glaube, das war Psalm 124, hatten wir über also Psalm 124, gehen wir zurück. Psalm 124. Halleluja. Lieber Geschwister, das ist, der Herr ist treu. Egal was passiert, also was du durchmachst, der Herr ist treu. Er ist so wunderbar. Halleluja. Also, ein Wallfahrtslied von David. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, so soll Israel sagen. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, als Menschen gegen uns aufstanden, dann hätten sie uns lebendig verschlugen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Lieber Geschwister, ihr müsst also das verstehen, es gibt Menschen, also das Böse, das Reich des Böse ist so, wie sagt man das, so zornig gegen uns und will uns unbedingt zerreißen, uns also von der Beziehung mit dem Herrn so wegnehmen. Kein Wunder, dass wir solche Kämpfe haben. Sogar wenn wir schlafen, die kommen in der Nacht und versuchen uns also in die Hexerei zu rekrutieren. Aber in meinem Gespräch mit Papa das letzte Mal, er sagte, der Herr hat immer so was eine Lehre gegeben. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die Jehoshua Mashiach, die den Herrn Yahweh kennen, und die, die ihn nicht kennen. Die Leute, die Jehoshua nicht kennen, die werden oft immer von, die werden im, also meistens in Hexen verwandelt. Die geben an, den Herrn zu kennen, aber das ist nicht der Fall. Die tun nur so. Aber die, die in eine feste Beziehung mit dem Herrn Jehoshua Mashiach angekommen sind, da wo Jehoshua einen Plan, weißt du, dass Jehoshua einen Plan für dich hat? Weißt du das? Jehoshua hat einen Plan für uns alle. Und seine Pläne sind nicht böse, seine Pläne sind also gut. Er hat gute Pläne für jede einzelne von uns. Und deswegen sagt die Bibel, er ist gerecht. Halleluja, Halleluja. Der Herr, und die Bibel sagt, er ist treu. Halleluja.
Das haben wir im Psalm 129 gelesen. Doch der Herr ist treu und gerecht. Er durchschnitt, also er schneidet die Stricke. Halleluja. Und im Vers, weiter hier in Vers 3, also, wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, wenn er nicht also für uns da wäre, dann hätten sie uns also verschlungen. Und das lebendig, lieber Geschwister. Vers 4, dann hätten uns die Wasser fortgeschwemmt, also das heißt, wir wurden überschwemmt. Wir würden überschwemmt. Und der Witbar hätte uns überströmt. Halleluja. Versteht? Könnt ihr das also verstehen, lieber Geschwister? Der Herr ist treu. Der Herr ist wunderbar. Und Vers 6. Gepriesen sei der Herr, der uns ihre Zähne nicht zu Raub gab. Also die hätten uns also mit ihren Zähnen zerfleischt. Aber der Herr hat das nicht zugelassen. Mein Bruder, meine Schwester, solange wir am Leben sind, solange wir atmen können, solange Joshua da ist, wir dürfen uns nicht fürchten. Halleluja. Halleluja. Und Vers 7, unsere Seele ist entthronen wie ein Vogel aus der Schlinge der Vogelsteller. Also wir sind einfach entthronen, hier ist entkommen. Wir sind entkommen. Unsere Seele, wir sind ihnen entkommen. Die könnten uns also nicht in ihrem Netz behalten. Oh. Wir sind entkommen. Diese Vogelnetz, wo wir waren. Wir sind entkommen. Und die Bibel sagt, die Schlinge ist zerrissen, also das Netz wurde zerrissen. Und wir sind entthronen, also entkommen. Wir sind rausgegangen, Halleluja. Wir wurden freigesetzt, also einfach, wir sind frei geworden, Halleluja. Joshua Mashiach macht uns frei, lieber Geschwister. Das heißt, die kommen in der Nacht. Ich kenne es, gibt viele von uns, die das erleben. Die in der Nacht, also diese bösen Geister kommen und haben Sex also, oder kriegen. Die Leute essen in der Nacht und dann in der Früh, dann stehst du auf und dann hast du das Gefühl, dass der Herr nicht mehr mit dir ist. Du fühlst dich also so, wie sagt man das, so schwach. Entmutigt weiter zu beten, entmutigt also mit dem Herrn weiterzugehen. Aber ich sage, lieber Geschwister, solange du noch diese Herren, also Gottes Furcht in dir hast, Joshua ist da. Unser Evangelium, unsere Botschaft, diese Botschaft ist das Evangelium des Glaubens. Halleluja. Halleluja. Wir geben nicht auf. Wenn du diesen Begriff Aussagen nicht kennst, mein Bruder, Aussagen ist also weiter und weiter gehen, egal was man von links und nach rechts oder rechts bekommt. Wir werden bombardiert, bekämpft. Aber Joshua, er wird uns nicht verlassen. Er wird uns nicht verlassen. Diese zwei Arten also von Menschen, die den Herrn kennen und die den Herrn nicht kennen, kennen, das sind also Leute, die wirklich in diese Beziehung mit dem Herrn reingegangen sind. Leute, die von dem Herrn bekannt sind. Halleluja. Nicht die in Matthäus, also Matthäus 7 dort also steht. Ja, die sagen, Herr, wir haben das also in deinem Namen gemacht, wir haben das und das in deinem Namen gemacht. Und dann sagt der Herr, weg von mir, ich habe dich nicht gekannt. Es geht nicht um diese Leute. Es geht um Leute, die Joshua gekannt haben. Halleluja. 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 Joshua ist da.
Ah, liebe Geschwister, ich wollte euch also ermutigen. Ermutigen, dass egal was wir vom Böse, also wie der Kampf ist, egal wie groß, wie hart es ist, wie die Bedrängnisse sind, egal sogar was wir in der was wir in der Nacht essen oder was ob wir bekämpfen, also durch sexuelle Angriffe in der Nacht und sowas, lieb, ich sag dir, mein Bruder, meine Schwester, steh einfach auf, lass dich nicht unterdrückt, lass dich nicht also so bedrängt, steh einfach auf. Wir haben also gelesen, dass Jeschua Maschia uns nicht verlassen wird. Halleluja. Halleluja. Und ich habe, ah ja, Halleluja, danke Joshua. In Markus, lass mich mal das so also lesen, Halleluja. In Markus Kapitel 16, Halleluja, ah, danke Herr. In Vers 15 sagt uns unser Herr, und er sprach zu ihnen, geh hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen, liebe Geschwister, guck mal, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, glauben. Halleluja, dieses Evangelium des Glaubens. Die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Halleluja. Habt ihr das gesehen? Sogar wenn sie etwas Tödliches trinken, was wir, diese Hexen, also diesen Traum, also was Wapachans hatte, die Dame, ah, weil sie sowas in der Nacht isst und, das sind tödliche Getränke, tödliche Nahrungen. Aber die Bibel sagt ihr, es wird ihnen nicht schaden. Halleluja, solange diese Person zu Jeschua Maschia gehört und dass diese Person aufsteht und glaubt weiter an den Herrn, egal was sie da machen werden, diese Person wird nicht geschaden. Halleluja, du wirst also aufstehen und weitergehen. Lass dich nicht unterdrückt, lass dich nicht weiter so bedrängt. Steh auf, mein Bruder, steh auf, meine Schwester und geh mit dem Herrn. Das Evangelium ist das Evangelium des Glaubens. Halleluja. Halleluja. Glaubt weiter an Jeschua Maschia. Er ist unser Retter. Er ist unser Herr. Er ist unser Meister. Glaubt an Jeschua Maschia. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Unsere Rettung ist in den Namen von Jeschua Maschia, unser Herr. Halleluja. Ich danke meinem Herrn Joshua Maschia für diese Zeit. Und ich wollte euch, also uns alle ermutigen, weiter mit dem Herrn zu gehen, egal was wir erleben, egal wie wir bedrängt werden, also durch Kämpfe, durch die Worte von Menschen, durch die böse Träume und Hexereiangriffe, egal. Solange wir nach Jeschua Maschia dürsten und wir wollen mit ihm also weitergehen, er wird uns helfen, er wird uns befreien, er wird die Stricke der Feinde einfach durchschneiden. Halleluja! Er wird uns befreien. Ich danke Jeschua Maschia. Danke, Herr, für diese Zeit. In deinem Namen. Halleluja. Halleluja. Es war die Stunde der Wahrheit. Und wir sehen uns also nächstes Mal. Und wenn der Herr will, werden wir das Thema weiter besprechen. Danke im Namen Joshua Mashiach.